So, und wieder einmal eine Mission. Diesmal ist es allerdings dann auf hart, wie mir gerade gesagt worden ist. Und dementsprechend wird es jetzt diesmal spannender. Wie gesagt, ich finde diese Missionsidee echt cool. Und man sieht schon, die Gegner sind alle abgegradet, sind alle besser von den HP. Geben mir jetzt auch schon ganz gut Schaden. Oh, bin ich hier reingefahren. War keine Absicht. So, auch weg. Also wie gesagt, jetzt hier die Gegner stärker gepanzert, schießen besser und es ist einfach deutlich schwieriger alles. Gerade man bekommt ja auf einmal doch von irgendwoher im Zweifel die Hits. Klar ist es jetzt sinnig, dass Scouts wirklich mal auch scouten und dass man selber seinen Panzer gescheit spielt. Oh, jetzt habe ich keine Gun Depression. Bisschen anwinkeln. Wir müssen die Airbase capturen. Und weiter geht's. Dann petten. Und dann noch ein T-62 hinterher. Mein Alpha ist leider nicht so hoch, sonst hätte ich den jetzt rausnehmen können, aber in dem Fall leider nicht mein Kill. Aber egal, auf hart ist das schon mal noch eine andere Stufe, von dem her darf das auch ruhig sein. Secondary Targets gehen wir auch mal an. Schießt du noch irgendwas auf mich? So, einer unserer Teammates ist auch raus. Ohne Arti. Oh, Arti schaut auf mich. Aber bevor sie schießen konnte, habe ich sie rausgenommen. Und jetzt holen wir hier noch das zweite oder das letzte Secondary Target. Der mir hier. Ja, gut, wurde rausgenommen. Da ist nochmal eine Arti. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um das Secondary Target. Und zwar das. Und jetzt ist nur noch Capture the Airbase. Das sollte ja nicht so schwer sein. Meine Challenge wäre noch zwei Panzer zu hitten. Ich hoffe doch mal, dass da mir noch zwei Panzer irgendwie unterkommen. Da ist schon mal der erste. Oh, er prallt ab. Oh, jetzt werden es hier gefühlt aber immer mehr. Deswegen ein Panzer ein bisschen versuchen, ein bisschen gut zu stellen. So, meine Challenge habe ich gerade geschafft.
Wir wollen jetzt ein Stück zurück, dass der Patton nicht auf mich, aber jetzt kriege ich auch noch von hinten. Oh, oh. Das könnte jetzt mein Schnippchen geschlagen haben. Da hinten Pack 90. Jetzt nehme ich das noch raus, was rauszunehmen ist. Oh, da hinten Leo 1. M60, T62, alles hier. Leo da drüben. Da merkt man, auf Hart ist das schon mal noch eine andere Hausnummer. 6 Sekunden noch, dann ist die Mission geschafft. 1 Sekunde. Und die RBS ist unsere. Ganz schön eng geworden. Alter Schwede. Aber eine schöne Mission. Da sieht man mal wieder, wie die Mission gestrickt ist und wie das sich auf Hart spielt. Diesmal konnte ich auch mich ganz gut platzieren, habe ordentlich Schaden machen können und gut Kills. Von dem her, ihr werdet die Endauswertung nachher auch nochmal sehen. Ich wollte euch eine Mission von Hart mal zeigen. Also, wir sehen uns in der Endauswertung. So, und hier also die Endauswertung. Und zwar 953 XP gab es dafür, 47 freie Erfahrungen, 46.000 gab es unterm Strich raus. Ja, ist doch ganz beachtlich. In Anbetracht dessen, die Teamliste schauen wir uns doch auch an. In Summe bin ich hier auf dem ersten Platz gelandet im Schaden. Knapp 250 über meiner Zugpartnerin. Also in dem Fall konnt ihr doch ein bisschen da was reißen. Ich hoffe, euch hat mal wieder das Thema Armored Warfare und besonders auch natürlich das PvE gefallen. Lasst mir doch eure Meinung dann da. Bis bald, euer Alcaramba.